Es ist mal wieder soweit. Ich habe 11 neue Future Stars Icon Picks für über 3 Millionen Coins abgeschlossen. Allerdings wird das Glücksrad bestimmen, wie ich die Picks öffne. Ich sehe nur die Flagge, ich sehe nur das Rating oder die Position und vieles, vieles mehr. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Es ist mal wieder soweit. Heute werden Icon Picks ohne Ende gezogen. Und ich habe hier natürlich schon ein leeres Team vorbereitet. Hier werden am Ende 11 überragende Icons hoffentlich drin sein. Und wir starten auf meinem Main-Account. Hier habe ich 3 frische 88 plus Icon-Picks. Man kann Thunderstruck-Karten ziehen, Winter-Wildcards, Team-of-the-Year-Karten, aber auch Future-Stars. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da heute rausbekommen. Ja, Thunderstruck, Winter-Wildcard bin ich kein großer Fan von, dass die immer noch drin sind, aber wir geben trotzdem unser Bestes. Ansonsten, Freunde, wenn ihr das Format wieder öfter sehen wollt, lasst an der Stelle auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen und supporten. Und denkt dran, am 13.04. an diesem Samstag um 18 Uhr ist der Merch-Drop am Start. Trinkflasche plus Trikot plus Autogrammkarte und von einem der Käufer werde ich den Account übernehmen, damit ihr da Bescheid wisst und dann drehen wir das erste Mal am Glücksrad. So, Freunde, hier ist das Glücksrad. Wir haben heute folgende Schablone am Start. Erraten, wir sehen nur die Flagge, nur den Playstyle, nur die Position, nur das Rating, nur das Tempo, nur die Stats, nur die Haare oder nur den Kartentyp. Jede Schablone darf wie immer nur zweimal drankommen und wir starten mit dem Rating. Wir sehen bei meinem ersten Icon-Pick nur das Rating. Na, schauen wir mal. Let's go und damit starten wir. Pick Nummer 1 auf meinem Main-Account. Ich habe dann noch auf 2 weiteren Accounts weitere jeweils 4 Picks, also alle 11 Icon Picks auf meinen eigenen Accounts. Und ich bin gespannt, was wir da heute ziehen. Schreibt mir in die Kommentare, was war euer bester Icon Pick aus den neuen 88 plus Icon Picks. Und dann gehen wir rein mit Pick Nummer 1 mit der Nase und sehen folgende Ratings. Okay. Wie ihr wisst, habe ich in FC24 auf meinem Main-Account auch schon einige Icon-Picks abgeschlossen. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch 2 Karten, die ich bereits habe. 90 und 91. Wir haben aber auch noch eine 89er-Karte, die ich noch nicht habe. Ich nehme jetzt allerdings nicht die 89er-Karte, weil ich die nicht habe. Ich werde am Ende auswählen, aber für mein Team nehme ich natürlich die 91. Warum sollte ich die 90 oder die 89 nehmen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich logge damit fürs Team die 91 ein, werde dann im Pick aber die 89 nehmen, weil das wäre ja absolut wasted, wenn wir den 91er eh schon im Verein haben. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir gehen rein, ich nehme die goldene Mitte. Ja, komm, wir checken erstmal die 89 ab. Was wäre diese neue 89er-Karte gewesen? Winter Wildcard, Ian Rush, oder? Oder Torres? Owen, okay. Naja, was ist die 90? Thundersar, boah, der wäre echt gut gewesen zum Start, muss ich sagen. Aber... oh, wir bekommen eine Winter Wildcard. Weiß ich nicht. Lineker. Boah, das war schon kein super guter Start. Ist jetzt nicht die beste Icon, ne? Aber okay, das bedeutet, Lineker kommt ins Team. Ich wähle hier aber Owen aus. Und damit willkommen im Team Gary Lineker. Er kann auch Stürmer spielen. Er sieht auch nicht so schlecht aus. Ich hatte den auch auf der RTG und der war eigentlich in den Spielen echt immer ganz in Ordnung, muss ich sagen. Forster Skills, Forster Weakfoot. Aber für den Start hätte ich mir da eine bessere Karte gewünscht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Wir drehen wieder am Glücksrad das zweite Mal. Let's go. Ihr seht jetzt hier, das Rating war einmal dran, kann also nur noch ein weiteres Mal rankommen. Und dieses Mal erwischt es die Schablone. Ich sehe nur den Playstyle. Boah, kenne ich mich gut mit Playstyles aus? Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Let's go, wir gehen rein. Wenn es mehr als ein Playstyle ist, dann weiß ich natürlich, dass es eine Future Star Icon oder eine Team of the Year Icon sein muss. Also dementsprechend, ich will jetzt hier am besten, ja, so ein paar Sachen sehen. Let's go, wir gehen rein. Pick Nummer 1 und... okay, ich glaube ganz rechts. Ja, ganz rechts haben wir 2. Ganz rechts haben wir 2. Wir haben auf der 1 den Powerschuss-Playstyle. Wir haben auf der 2 den Finesse-Shot-Playstyle. Aber, ja, der dritte hat 2 Playstyles und die checken wir ab. Einmal die Rakete. Das hat das nicht R9 oder Pelé? Und First Touch. Oha, warte mal, wer ist denn das? ich nehme auf jeden Fall die Nummer 3, gar keine Frage. 2 Playstyles. Boah, ich bin gerade komplett überfragt. Wüsstet ihr da draußen, wer es jetzt ist? Ich habe ehrlich gesagt nicht die größte Ahnung. Ich hoffe, es ist eine gute Karte. Wir checken das Ding
ab. Spieler Nummer 1. Boah, es ist eine Future Star Icon. Hatten die Future Star Icons keine zwei Playstyles oder was? Ich glaube teilweise. Spieler Nummer 2, Riquelme. Wow. Und Spieler Nummer 3, es ist auch eine Future Star Icon. Wer ist das mit einer Rakete? Das muss doch gut sein. Was ist für ein Land? England. Ist das Wayne Rooney? Es ist Smith. Okay. Ganz ehrlich, an sie habe ich jetzt am allerwenigsten gedacht. Aber 90 Tempo, 92 Schießen, 92 Dribbling. Und ja, sie kostet, ja, perfekt. Absolut gar nichts. 130.000 Münzen. Ja, moin. Let's go. Smith ist damit Spieler Nummer 2 in unserem Icon-Team. Sie kann auch nur Stürmer spielen. Und die Stats sehen schon wirklich sehr, sehr gut aus. Also gerade der Schuss überzeugt. Die Playstyles sind auch nicht schlecht bis jetzt. Zwei Picks, zwei Engländer. Aber die Coins, die müssen jetzt ordentlich nach oben gehen. Ich will jetzt hier ein paar teure Icons sehen, Freunde. Deshalb drehen wir jetzt wieder am Glücksrad. Hoffen auf eine gute Schablone, worüber ich am besten erkennen kann, wer es ist. Es ist die Erraten-Schablone. Freunde, dieses Format, ich mache es immer sehr, sehr gerne und deshalb würde ich sagen, kenne ich mich mit dieser Schablone mittlerweile gut aus, deswegen ich bin confident. Vamos, hier ist die Erraten-Schablone, man sieht hier und da vielleicht ein bisschen zu viel. Ich muss definitiv mal wieder rangehen an die Schablone und da nochmal ein bisschen Sachen verschärfen. Falls ihr irgendwelche richtig verrückten Ideen habt für weitere Schablonen, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es nicht zu kompliziert ist. Wir gehen rein in den nächsten Icon-Pick. Okay, wir haben auf der 1 Zola, wir haben auf der 2, boah, das ist nicht Rullet, ne? Das ist wahrscheinlich wieder Seedorf. Boah, da bin ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. Soll ich jetzt Zola nehmen, welcher wieder ein Stürmer wäre? Es wäre aber eine Team of the Year Icon. Oder soll ich Seedorf nehmen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Seedorf ist. Was die Future Star Icon bedeuten sollte. Ganz ehrlich, es klingt verrückt, aber ich nehme nicht Zola. Der kostet sowieso nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Future Star Icon. Mit der Mitte. Ich bin mir zu 99% sicher, weil da unten sieht man Niederlande, ZM 90. Also das sollte eigentlich, ja, Seedorf sein und auf der 1 ist Zola und ja, ich gehe mit Seedorf. Digga, ich habe die Preise gerade abgecheckt. Seedorf kostet nur 90.000, sogar ein Ticken weniger. Das ist hart. Aber nun gut, ich will mir einfach noch so ein bisschen, ja, vorne was freilassen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen gehen wir jetzt halt, ja, mit Seedorf Future Stars, damit ich halt einen Mittelfeldspieler habe. Der kann sogar rechts Mittelfeld noch zocken, das finde ich gut. So können wir weitermachen. Account 1 ist damit durch und wir gehen rüber auf Account Nummer 2 und da habe ich direkt 4 Icon Picks auf einmal am Start. Let's go, Freunde. Nächster Account. Ihr seht hier 4 neue Icon Picks. Das Video war wieder unglaublich teuer. Supportet das Ding, wenn ihr es öfter sehen wollt. Wir drehen wieder am Glücksrad. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder am Glücksrad drehen. Let's go. Welche Schablone erwartet uns dieses Mal? Wir sehen nur das Tempo. Schwierig, schwierig. So, wir gehen rein. Erster Pick auf dem zweiten Account. 85 Tempo. Wir haben einen Torhüter. Und 88 Tempo. Ich gehe mit der 2. Ich will den Torhüter abhaken. Ich gehe mit der 2. Weil 88 Tempo und 85 Tempo auf der 1 und auf der 3 überzeugen mich jetzt halt auch wirklich nicht so heftig. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das sind keine besonders guten Karten. Okay, der erste ist Future Star Icon. Das ist DVG, glaube ich. Ja, auch keine schlechte Karte. Schade. Spieler Nummer 3. Thunderstruck. Boah, Cantona ist halt auch nicht so schlecht. Und Spieler Nummer 3. Ja, okay, Van der Sar, ne? Ja, es ist Van der Sar, den wir eben verpasst haben. Ich hätte jetzt lieber Stevie G genommen, sage ich euch, wie es ist. Aber mit Van der Sar bin ich auch nicht unendlich unzufrieden. Deswegen Van der Sar, wir kaufen ihn auf dem Main-Account. So, wir sind wieder hier auf meinem Main-Account und holen uns jetzt hier erstmal Van der Sar rein. Und glücklicherweise habe ich den Mann sogar. Edwin Van der Sar, Thunderstruck. Ich weiß schon nicht mehr, wann wir den gezogen haben, aber wir haben ihn gezogen und er passt, stand jetzt auch super rein hier. Wir sind wieder ordentlich am Drehen. Zeit, dass sich was dreht hier in diesem Video. Und dieses Mal nur die Haare oder nur der Kartentyp? Oh no, wir sehen nur den Kartentyp. Das ist immer so eine Schablone, die kann einen wirklich ordentlich brechen. Ich bin sehr gespannt. Das bedeutet jetzt, wir sehen nur, ob es eine Team of the Year Icon ist, eine Winter Wildcard Icon, Thunderstruck Icon oder Future Star Icon, aber sonst nicht viel mehr. Manchmal, wenn man
man sich richtig anstrengt, kann man da schon noch was erkennen, aber werde ich jetzt nicht machen. Ich schaue nur, welche Kartentypen es sind und wir sehen... okay, ich check's gerade selber nicht mal richtig. Es sind 3 Winter Wildcards, glaube ich. Dann nehme ich die Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Spieler 1. Boah, Drogba ist nicht schlecht, ne? Spieler 2. Lenneka, bin ich froh, weil wenn wir ein Duplikat wählen, dann muss ich einen Bossspieler reinmachen. Und die Spieler Nummer 3 ist the one and only Fernando Torres Winter Wildcard. Das war ein bodenloser Pick und deshalb bin ich auch ganz stark dafür. Bitte EA, nehmt endlich diese Winter Wildcard Picks aus den Icon Picks. Wirklich. Da ist nur Pelé gut. Garincha vielleicht noch, aber das war's dann auch wieder. Der nächste Spieler für unser Team. Fernando Torres. 209.000 Münzen habe ich für ihn bezahlt. Ah, es ist jetzt nicht der beste Pull. Ich finde, der ist auch echt immer noch relativ teuer. Smith kostet einfach viel weniger. Hat aber eigentlich schon bessere Stats, wie ich finde. Aber gut, Fernando Torres mit immerhin 5-Star-Skills ist trotzdem irgendwo eine coole Karte. Weiter geht's. Es wird wieder ordentlich gedreht. Und dieses Mal landen wir wieder bei einer neuen Schablone. Also wir sehen heute sehr viele verschiedene. Gefällt mir. Dieses Mal sehen wir nur die Haare und ich muss anhand der Haare erraten, welcher Spieler es ist. Wenn ich es nämlich nicht schaffe, muss ich den schlechtesten nehmen. Let's go. Pick Nummer 1. Beziehungsweise, was für Pick Nummer 1? Wir sind ja schon mittlerweile ganz, ganz weit. Einfach der nächste Pick, sagen wir es mal so. Wir gehen rein. So, ich schiebe die Schablone ein bisschen nach unten. Es ist eine Winter Wildcard. Ian Rush, oder? Ich sage, es ist Rush. Es ist Ian Rush. Super, wirklich super. Ist aber auch wirklich der absolute Klassiker. Den zieht man irgendwie immer. Es ist wieder eine Winter Wildcard. Was sehe ich hier? Das ist Sanchez, der Mexikaner. Der ist natürlich nochmal ein bisschen besser, aber würde, glaube ich, in unserem aktuellen Team jetzt auch nicht so gut reinpassen, weil wir jetzt sowieso schon die ganzen Stürmer und so voll haben. Und Spieler Nummer 3 ist eine Team of the Year-Icon. Okay, konzentrier dich. Bruder, wer ist das? Es ist Rio Ferdinand, oder? Oh mein Gott, es könnte jetzt auch... Es muss Ferdinand sein. Es muss Ferdinand sein, oder? Junge, bitte. Lass mich nicht im Stich. Ja, let's go. Es ist Rio Ferdinand. Wie nice ist das denn? Keine Ahnung, wie viel der noch kostet. Aber natürlich, hier gehe ich absolut safe mit Rio Ferdinand. Team of the Year Icon. Was ein Pull. Es geht doch. Let's go. Der Mann kostet immer noch 2,5 Millionen Coins. Was zu dem Zeitpunkt von FC24 echt sehr, sehr viel ist, weil alle Spieler in den letzten Tagen unnormal runtergegangen sind. Aber das ist ein 10 von 10 Pull. Let's go! Der beste Pull wird jetzt hier auch auf meinem Main-Account gekauft für knapp 2,8 Millionen Coins. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr saftig, aber halt auch wirklich eine überragende Karte. Also, ja, den hätte ich gerne hier auf meinem Main-Account gehabt. Aber, ja, jetzt ist er hier erstmal im Team, was auch eine gute Sache ist. Wir machen weiter. Weiter geht's. Der Pick von gerade war echt der Beweis, die Picks können auch was. Sie können auch was. Und wir sehen im nächsten Pick wieder nur die Haare. Okay, wir machen das Ganze jetzt nochmal so. So, die Schablone ist vorbereitet und wir können reinstarten. Nose-Pick für Packluck. Man kennt's. 3 neue Karten, so will ich das sehen. Und hoffentlich die nächste Team of the Year Icon, weil das sind ja eigentlich schon die besten. Ich meine, bei Future Stars gibt es auch ein paar sehr nice, so ist es nicht. Ronaldinho Future Star Icon würde ich nämlich auch rein theoretisch nehmen, aber Team of the Year ist halt schon mit am besten. Es ist eine Thunderstruck Icon auf der 1. Nesta ist das, sage ich. Ich logge Nesta ein. Es ist Nesta. Wäre aber nicht so schlecht, weil wir noch keinerlei Verteidiger haben. Es sei denn, ich habe irgendwie schon wieder eine Karte vergessen. Spieler Nummer 2. Winter Wildcard. Lass los. Es ist Lineker wieder. Das dritte Mal schon. Wow, okay. Den nehme ich natürlich schon mal nicht. Also Stand jetzt nehme ich Nesta, aber gerne auch noch mal was anderes, EA. Spiel Nummer 3. Okay, was ist das für eine Karte? Was ist das für ein Kartentyp, besser gesagt? Das ist Puyol, oder? Ich sage, es ist Puyol. Ich logge direkt Puyol ein. Und es ist Puyol. Sehr schön. Okay, damit kann ich sehr gut leben. Damit haben wir nämlich 2 Verteidiger. Und ich entscheide mich für the one and only Carles Puyol. Ich habe den auch in meiner Kindheit sehr, sehr gefeiert. Den Mann, absolute Maschine gewesen beim FC Barcelona. Er kostet bestimmt auch wieder gar nichts. Richtig, 100.000 Münzen knapp, sogar weniger. Aber egal, Freunde.
Puyol ist ein guter Mann fürs Team. So, wir sind wieder auf meinem Main-Account und ich meine, so ist es, Puyol Future Stars Icon ist bereits in meinem Verein und dementsprechend, ja, haben wir einen weiteren Verteidiger hier zu vermelden. Sieht schon schön aus, gerade die Future Stars Karten haben echt ein nices Design, wie ich finde. Gerne noch weitere davon. Freunde, wir sind auf dem nächsten Account, auf dem dritten Account angekommen. Wieder 4 Icon Picks vorbereitet für über 1 Million Coins. Es ist unfassbar. Und wir drehen jetzt wieder am Glücksrad und nur die Haare als Schablone ist die erste Schablone, die wir zweimal hatten. Deswegen wird die jetzt entfernt. Die wird jetzt nicht noch ein weiteres Mal drankommen. Vielleicht sehen wir jetzt auch nochmal was Neues. Oder es wird, ja doch, tatsächlich. Wir sehen nur die Flagge. Wir sehen nur die Nation. Brasilien will ich jetzt sehen. Dreimal am besten. Wobei, will ich dreimal Brasilien sehen? Ah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Am Ende nehme ich da den schlechtesten Brasilianer. Wir gehen rein. Ich gehe mal mit der 2. Wir sehen Italien, England, Niederlande. Moin Meister. Das kann jetzt auch alles sein. Italien hätten wir aber Future Stars Maldini. Spieler Nummer 2, England. Wayne Rooney oder so. Und Spieler Nummer 3, Niederlande ist halt auch nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe aber mit der 1. Future Stars Maldini. Es wird jetzt Maldini. Abfahrt. Komm, wir gehen rein. Von rechts nach links. Spieler Nummer 1. Wieder Van der Sar, das dritte Mal heute. Spieler 2, oh, das ist wirklich Wayne Rooney. Och nee, Mann, ich hab's sogar noch gecallt. Dann ist es jetzt aber hier auch gleichzeitig Maldini, oder? Thunderstruck. Okay, es ist wieder Nesta. Es ist wieder ein Verteidiger. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mit einem Wayne Rooney wären wir da deutlich besser dran gewesen. Ich guck mal kurz, wie viel der kostet. Der kostet 430.000, der Wayne Rooney. Ah, das ist schon sehr bitter. Aber gut, machst du nix. Dann müssen wir jetzt hier Nesta auswählen für unser Team. Alessandro Nesta ist die nächste Karte für unser Team. 95.000 Münzen kostet er nur noch. Und ja. Ich glaube, wir müssen mal umstellen, die Formation. Eine Dreierkette wäre jetzt natürlich eine ganz gute Sache. Fünferkette wäre rein theoretisch auch noch möglich. Aber da wir sowieso keine Außenverteidiger ziehen, packe ich das Ding hier direkt mal in die 3-4-1-2-Formation. Und Stand jetzt geht es auch noch ganz okay auf. Wir drehen wieder am Glücksrad. Wir hatten bis jetzt jede Schablone dran, außer wir sehen nur die Position und nur die Stats. Vielleicht kommt das aber auch noch dran, wer weiß, wäre cool. Wir sehen, es wird wirklich nur die Stats. Abfahrt, let's go. Wir haben wieder was Neues. Wir sehen nur die Stats und darüber freue ich mich sehr, weil darüber kannst du halt unfassbar gut rausfinden, ob die Icon gut ist. Aber ganz ehrlich, manche Icons sehen auch viel besser aus, als sie dann am Ende sind. Deswegen, ja, ganz so sicher darf ich mir auch noch nicht sein. Let's go. Wir gehen rein. 3 Picks übrigens noch. Ich bin gespannt. Wir starten rein. Wir sehen nur die Stats. Warte mal kurz. Die 2 sieht knackig aus, aber erinnert mich stark an Swift, die wir bereits haben. Könnte aber auch wieder Richtung Zola gehen, ne? Wir checken erstmal die anderen ab. Der dritte sieht bodenlos aus. Ist safe Skulls oder so. Der erste weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Hat so ein paar gute Allround-Stats, aber jetzt auch nicht 10 von 10. Das ist Seedorf, oder? Digga, safe ist das Seedorf. Ich nehm Nummer 2. Hat einfach auch die besten Stats. Wenn wir jetzt ein Duplikat bekommen, dann bekomme ich einen Bronzespieler rein, aber ich muss das Risiko jetzt eingehen. Ich sage aber ganz ehrlich, 1 ist Seedorf, 2 ist Zola, denke ich, und 3 ist Skulls. Aber wahrscheinlich eher Xabi Alonso. Ich habe diese Karten dieses Jahr schon so oft gesehen, Alter. Deswegen kenne ich mich damit echt gut aus. Xabi Alonso, moin. Seedorf, moin. Und Team of the Year. Ja, dann ist es klar. Es ist... Alter, es ist Ribéry. Oh mein Gott. Ich hätte fast nicht den genommen. Ribéry, Team of the Year Icon. Hilfe. Ey, wir ziehen heute saftige Team of the Year Icons. Das ist ja abartig. Der kostet auch immer noch ordentlich was. Richtung 1 Million ist auch zu dem Zeitpunkt noch richtig, richtig gut. Man kann den nur LM zocken, aber egal. Wir kriegen das am Ende irgendwie gelöst. Die nächste Brett-Icon ist eingetütet. 872.000 Münzen. Ribéry, willkommen im Team. Ja, weiß ich jetzt nicht, was wir hier mit dem Lineker machen. Ich spiele lieber Lineker, nicht auf voller Chemie, sage ich euch, wie es ist. So, Freunde, wir drehen wieder am Glücksrad. Jede Schablone kam dran, bis auf, wir sehen nur die Position.
aber die wird jetzt auch nicht drankommen. War aber sogar einigermaßen knapp. Wir sehen nochmal nur das Rating. Hoffentlich jetzt eine stabile 95, 96 so. Würde ich nicht nein sagen, ne? Vamos. Nur die Position beim vorletzten Pick. Wir gehen rein und sehen LM, LF und Stürmer. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben schon linkes Mittelfeld, Ribéry und Lineker. Man kann Lineker aber auch, glaube ich, Stürmer spielen. Ich glaube, Ronaldinho Future Stars wäre ZOM und nicht linker Flügel. Und deswegen nehme ich nochmal den Stürmer. Wir haben eigentlich schon mehr als genug Stürmer. Aber egal. Ich glaube, LM linker Flügel mache ich mir keinen Gefallen. Glaube ich irgendwie. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Okay, der erste ist Future Stars. Okay, Netwert, krass. Ja, der kann wahrscheinlich sogar noch woanders spielen. Spieler Nummer 2. Okay, es ist wieder Lineker. Und Spieler Nummer 3. Okay, es ist auch Future Star. Nice. Vielleicht aber auch nicht nice, wenn Smith ist in 3, 2, 1. Es ist Smith. Nein. Wir bekommen eine Bronzekarte. Netwert wäre es gewesen. Netwert wäre es wirklich gewesen. Ah, schade. Gut, ich nehme Smith jetzt hier trotzdem auf dem Account, aber in unser Team kommt dadurch leider ein Bronzemann rein. Okay, Freunde. Ja, es hat uns erwischt. Wir haben ein Duplikat bekommen. Wir müssen eine Bronzekarte reinstellen. Ich habe hier im Team 3 Engländer, aber einer ist nicht auf voller Chemie. Ich hätte auch 2 Niederländer. Ach, es ist, glaube ich, eh total egal. Der kommt safe so oder so auf volle Chemie bei so vielen Icons. Und, wen nehme ich da jetzt, ist die Frage. Ja, ich nehme jetzt hier einmal mal den Mann. A-Ziel von BVB 2 direkt auf voller Chemie. Passt. Und damit ist es soweit, Freunde. Wir drehen ein letztes Mal an unserem Glücksrad. Nur das Rating wird entfernt. Hatten wir zweimal. Vielleicht sehen wir jetzt die letzte Schablone, die wir noch nicht hatten. Tatsächlich nicht. Wir sehen nur die Flagge und das kann uns auch ein weiteres Mal noch richtig brechen. Hilfe. Let's go. Wir sehen nur die Flagge. Wir sehen nur die Flagge. Abfahrt. Wir öffnen das Ding. Brasilien. Nein, nein, nein. Brasilien. Es ist Brasilien. Ah, Niederlande ist halt auch immer gut, ne? Ich gehe mit Brasilien. Brasilien auf die 1. Brasilien. Ich muss an Brasilien. Ich muss hoffen. Ich muss einfach hoffen. Aber das könnte jetzt auch schwierig werden. Der in der Mitte ist sowieso Ian Rush, wissen wir alle. Van Basten. Okay. Das ist schon mal gut, dass der nicht gut ist. Ich will Nummer 2, Ian Rush. Brasilien. Thunderstruck. Kaka, oder? Let's go. Mein Bruder Kaka, the one and only 91er Kaka. Bin ich damit zufrieden? Ich würde sagen, ja. Der kostet immerhin noch 400.000. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. Wenn nicht die Lieblingskarte von mir in FC24. Er macht unser Team komplett. Und boom, die letzte Karte im Team ist Kaka. Damit echt nur eine Karte nicht auf der richtigen Position. Lineker. Er macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir hätten, Seedorf hier könnten wir auch noch hier hinstellen. Aber finde ich irgendwie, ergibt nicht so viel Sinn. Damit steht unser Team. Wir haben 2 überragende Karten gezogen mit Ribéry und Ferdinand. Kaka war auch eine sehr gute Karte, so ist es nicht. Aber Ferdinand und Ribéry waren mit Abstand die besten. Und mit dem schönen Team zocken wir jetzt natürlich noch eine Runde in unserem Lieblingsspiel FC24. Let's go, wir gehen rein ins Spiel und das ist unser Gegner, Gold van Dijk, der absolute Klassiker. Ja, Torres, Kaka, schiebt den Ball rein zum 1:0. Mit Kaka kenne ich mich einfach aus mit dem Mann. Das sieht gar nicht gut aus. Was macht da Viali auf einmal komplett frei vor unserem Tor? Ja, Ribéry. Der Techniker-Playstyle ist überragend bei Ribéry. Holt hier den Elfer raus. Ich habe keine Ahnung, wer hier gerade am Start ist. Lineker. Ah, wir hätten mit der Bronzekarte schießen sollen. Egal. 2:1 wir führen. Boah, also die Abwehr gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Obwohl wir Ferdinand hinten drin haben. Und der Gegner quittet. Wir machen noch ein zweites. Abfahrt. Wir gehen rein. Spiel Nummer 2. Das sieht halt sehr, sehr heftig aus. What? Ja. Bronk. Fernando, 1:0. Schöner Pass, Kaka jetzt am Start. Macht er nicht schlecht, macht er sogar richtig gut. Das ist das 2:0. Und auch der Gegner quittet, Freunde. Ich habe mein Bestes gegeben. Die Gegner haben selbst keinen Bock zu zocken. Es ist der Klassiker. Wenn euch das Video aber gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr noch weitere Videos von diesem Format sehen wollt, checkt hier auf jeden Fall auch noch ein aktuelles Video ab. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.